Einen schönen Samstag wünsche ich dir. Hallo. Hallo Oliver, ich war sehr beeindruckt von deinem Bayerisch gerade. Ja, ich sag mir mal eins, ich bin ein geborener Münchner. Das war jetzt eine schlimme Geschichte, wenn ich jetzt kein Bayerisch kennen kann. Also von mir wirst du kein O-Zopft-Is hören oder O-Entwopft-Is, sondern das ist halt O-Zopft. Fertig aus. Also danke, dass du dich freust, dass ich als Münchner Bayerisch kann. Jetzt kommen wir zu deinem... Hast du eigentlich einen Dialekt? So ein leichtes Westfälisch, das klingt durch. Also ich sage gelegentlich Kirche und solche Sachen, aber ich bin schon eher beim Hochdeutschen angesiedelt. Stimmt, das Kirche, ne? Das ist sowas ganz Spezielles, ja. Ja, ich darf ja gerne verraten, wenn wir schon von Schalke sprechen, können wir auch von Bielefeld sprechen. Du bist Von Kramer. Fan, oder? Ja, ich bin da geboren und aufgewachsen und habe da lange gelebt. Und natürlich werden Erinnerungen wach, wenn ich hier Frank Kramer höre. Ja, ich bin ja immer einer, der sich auch immer wieder wundert über bestimmte Trainerverpflichtungen, wobei ich den Trainern nicht ihre grundsätzliche Qualität absprechen würde. Aber auf die Idee, dass Schalke Frank Kramer holt, wäre ich nie gekommen. Ich wäre allerdings auch nie auf die Idee gekommen, ihn nach Bielefeld zu holen. Ja, das war ja lange, lange angebahnt und die Bielefelder waren der Auffassung, das ist der richtige Mann. Jetzt diese Floskeln, die ich in Schalke höre, Herz auf den Platz schmeißen, auch wenn es 0-3 steht, das kommt mir natürlich bekannt vor. Also. Ich sag doch, oder? Die haben alle zu viele Motivations-CDs gehört oder irgendwelche, weiß nicht, Motivations-Podcast oder Schnellkurs Teil 1 bis 520 oder für bis 365 für jeden Tag im Tag einen Kalenderspruch. Ja, mag sein. Also ich will jetzt nicht, es steht mir nicht zu, Frank Kramer fachlich zu beurteilen. Nein, Ich sag nur, da grüßt wieder das Murmeltier, das ich aus Bielefeld schon kenne. Ja, alles klar. Ich will dir ja keine schlechte Laune bereiten, natürlich. Also Bielefeld-Tabellen, ich sag's jetzt nicht. Jetzt kommen wir zum Thema Schach. Doch eins kann ich sagen, nämlich Bielefeld einfach so als Service mal in Hannover. Heute 20.30 Uhr das Abendspiel. Sehr interessantes Abendspiel. Jetzt kommen wir zum Schach und immer Samstag und Sonntag, 9.38 Uhr. Der Samstag gehört dem Thema der Woche. Nun möge man uns für redundant halten oder vielleicht auch so täglich grüßt das Murmeltier jetzt auch, was dieses Thema angeht. Aber es ist nach wie vor etwas, das Carlsen aufgebracht hat, was er angestoßen hat und es setzt sich immer weiter fort, das Thema Cheating, Betrügen beim Schach. Welche neuen Blüten gibt es aus dieser Woche, von denen du berichten kannst? Das großreine Machen in Skandinavien, so würde ich es vielleicht überschreiben. Was Magnus Carlsen gemacht hat, kann man ja sicher kritisieren und auch zu Recht meines Erachtens im Umgang mit Hans Niemann und was dabei rausgekommen ist. Der positive Aspekt ist davon, dass wir über dieses Thema Cheating mal umfassend sprechen müssen und es auch in einer Weise reglementieren müssen. Wir brauchen da Prozesse und Vorgaben. In Skandinavien ist jetzt so irgendwie so wie so ein Domino. Da fällt jeden Tag einer um, der zugeben muss, ja, bei mir war da auch was und oder ich war auf eine Weise involviert oder auch in einem Fall, ich habe mich dagegen verwehrt und bin dann aus dem Team geflogen, weil ich bei der Betrügerei nicht mitmachen möchte. Also wir haben da einen Sumpf im Schach und der gehört ausgetrocknet. Du sprichst das Thema Matchfixing an, ein klassisches Thema im Sport aufgrund von Sportwetten befeuert. Wie oft wird denn auf Schach gewettet? Wie ist denn der Wettmarkt beim Schach? Oh, den gibt es durchaus. Der ist natürlich nicht riesig groß. Ich kann dir da nicht mit Zahlen dienen, aber die großen Wettportale, die haben durchaus auch die großen Schachturniere im Angebot. Und da kannst du auf Ergebnisse wetten. Und da hatten wir auch im vergangenen Jahr einen Fall. Da spielten zwei Spezies gegeneinander, die Schachfreunde Mamedjarov und Rajabov, die immer Remis gegeneinander spielen. Ganz komisch. Und da hat diese Wette, hat das Wettbüro dann gar nicht erst angeboten. Weil es Freunde sind, weil man wusste, dass sie Remis spielen und weil die Quote auf Remis wäre wahrscheinlich bei irgendwie 0, irgendwas gewesen. Genau, 1, ja, also
Das war klar, wie es ausgeht. Und insofern, was nicht, also das ist halt Absprache von Ergebnissen. Auch wenn die beiden Kumpels und Landsleute sind und sich seit 20 Jahren kennen und so weiter. Trotz alledem, es kann ja nicht vorher feststehen, wenn in einem Turnier, bei dem es um Geld und um sportliche Ehren geht, dass wenn zwei Leute gegeneinander antreten, dass vorher klar ist, das geht unentschieden aus. Das kann es nicht sein. Das berührt auch dieses Cheating- und Betrugsthema. Und ist das jetzt ein größeres Thema, dieses Matchfixing, also abgesprochene Ergebnisse? Oder ist das größere Thema momentan noch das Aufdecken von Betrügern am Brett oder online? Ja, das also Matchfixing ist nicht so groß im Schach, aber das gibt es. Da war jetzt gerade dieser Fall eines norwegischen Großmeisters, Johann Sebastian Christiansen, der hat neulich in der kroatischen Liga gespielt und fand nun seine Mannschaft schon die Meisterschaft feiernd, obwohl sie noch gar nicht beschlossen war. Denn da hatten die sich schon mit ihrem Gegner am letzten Spieltag auf ein Unentschieden geeinigt und das würde denen zur Meisterschaft reichen. Und die kriegten dann von ihrem Captain die Anweisung, jeder von euch spielt morgen schnell Remis, und er wollte da nicht mitmachen und ist dann aus dem Team geflogen tatsächlich für den letzten Spieltag. Das ist so die eine der Geschichten aus Skandinavien, die gerade hochkam. Allerdings mit einem Protagonisten, der sich da dem Cheating verweigert hat. Also sowas gibt es, aber das würde ich jetzt nicht als das größte Thema im Schach, wo wir wirklich richtig Probleme haben, ist so das Zuschustern von Normen und Titeln. Also dieser Großmeistertitel, der ist ja wirklich Geld wert, der ist Einladungen wert, der ist auch ein Marketinginstrument. Es gibt da diese Jagd, wer ist der jüngste Großmeister jemals? Da hat jetzt neulich ein 12-Jähriger diesen Titel geholt und man kann sich halt so einen Titel, man kann das auch begünstigen, wenn man halt an sogenannten Normmühlen, so wird das genannt, Normmühlen-Turnieren teilnimmt, wo dann so Großmeister aus der zweiten Reihe, die kriegen dann einen Schein und dafür machen die dann das richtige Ergebnis und am Ende hat dann der Protagonist, der da ist, um die Norm zu holen, der hat dann am Ende genau die passende Punktzahl, um seine Großmeisternorm zu haben. Das ist so ein Thema, das ist wirklich groß und nicht ungewöhnlich. Und also ich habe zum Beispiel, ich habe in meinem Leben einen internationalen Meister, das ist so der höchste Titel unter Großmeister, also der zweithöchste Titel im Schach. Ich habe einen IM geschlagen und ist lange her und habe mich sehr gewundert, weil das relativ einfach war. Ich war damals auch sehr jung und naiv und der war halt IM und ich dachte, okay, da bin ich Außenseiter und ich habe den relativ glatt geschlagen und habe dann halt hinterher festgestellt, ja, der hat halt seinen Urlaub gerne mal in Ungarn bei so einem Normenmühlen-Turnier gemacht und hat von da seinen EM-Titel, der war halt deutlich schlechter als nominell. Das so kann ich da auch aus der eigenen Erfahrung was zu beitragen. Okay, und sag, Konrad, dieses Cheating und dieses, es fällt einer der Reihe nach um in Skandinavien, so wie Dominosteine, wie du es so schön als Bild beschrieben hast, kommt denn da eigentlich eine Reaktion von Carlsen zu seinem Landsmann, zu dem Norweger? Oder ist das etwas, was er nicht kommentiert? Nee, also nach allem, was ich wahrgenommen habe, ich lese allerdings jetzt nicht alle norwegischen Zeitungen, aber so. Nach allem, was ich wahrgenommen habe, hat Carlsen wieder gesagt, nein, ich möchte zu dem Thema jetzt mich nicht mehr äußern und sagt dazu erstmal nichts mehr. Ich habe ein Interview mit Maxim Dlouhy, die musste uns sagen, wer ist das? Der ist vom Spiegel interviewt worden. Und bevor wir das einordnen, erstmal zur Person. Maxim Dlouhy ist ein US-amerikanischer Großmeister, ein Schachtrainer, der spielt nicht mehr aktiv, der hat so eine Schachakademie und die läuft wohl auch ganz gut. Und der hatte über seine Akademie lose Verbindungen zu Hans Niemann, hat ihn ein bisschen gecoacht, aber nie wirklich intensiv. Und Dlouhy ist nebenbei gesperrt auf chess.com, der großen Online-Seite, wegen Cheatings. Und Magnus Carlsen hatte dann den Maxim Dlouhy gecallt in einem seiner Kommentare. Da hat er gesagt, ja, Maxim Dlouhy macht einen sehr, sehr guten Job, als er auf Hans Niemann angesprochen wurde. Also Hans Niemanns Trainer Maxim Dlouhy macht einen sehr, sehr guten Job. Die Übersetzung davon ist, ja, Hans Niemann hat sich halt auch in die Hände eines bekannten Cheaters gegeben und man sieht jetzt, was dabei rauskommt. Und dieser Dlouhy, den hat jetzt der Spiegel unter der Woche ausführlich im Interview gehabt.
wo er nochmal auf, ja, der geht auf sein eigenes Cheating ein. Das ist nicht so richtig glaubhaft, was er da sagt. Also das ist schon auch eine etwas zwielichtige Figur. Aber der legt natürlich auch den Finger auf ein paar Punkte, die nicht so richtig gut sind. Magnus Carlsens Vorgehen, dass er halt einen an den Pranger stellt und das mit aller vereinter Kraft, die es so im Schach gibt, zusammen mit dem großen Schachunternehmen Chess.com, das kritisiert er scharf. Er kündigt auch rechtliche Schritte an. Das war so das Carlsen-Niemann-Thema, was heute zur Debatte stand, wo ich aber nicht, oder was in der Woche zur Debatte stand, wo ich aber nicht so richtig viel Neues rausziehen kann, weil dass das auf den Rechtsweg geht, das habe ich schon vor 2 Wochen geschrieben und da war das eigentlich schon angekündigt. Und dass vieles von dem, was da läuft, nicht gut ist, das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Das muss uns Maxim Kluge auch nicht nochmal erklären. Und hat auch noch chess.com hat eine, du hast es genannt, eine Rechtfertigungsschrift veröffentlicht. Also es ist unter anderem Inhalt, dass es für Niemann einen Weg zurückgeben würde und sie hätten keine Indizien für Betrug am Brett. Letztlich ist das ja auch jetzt nichts Neues. Dennoch ist ja immer interessant, wenn etwas wie dieser Schritt dann eben passiert, sie veröffentlichen extra etwas. Warum machen sie das? Was bringt uns das? Naja, das Unternehmen ist schon in der Kritik. Ne? Die sind halt, das ist das größte kommerzielle Schachunternehmen und durch die Vereinigung mit der Play Magnus Gruppe, die bevorsteht, die allerdings gerade so ein bisschen hakt, werden die dann halt so eine Art Monopolist. Und die stehen schon in der Kritik im Sinne von, ihr könnt ja machen, was ihr wollt und ihr veröffentlicht vertrauliche Dinge. Die haben also zum Beispiel ihren Schriftverkehr mit teilweise mit Hans Niemann, auch mit dem Blugi veröffentlicht, obwohl denen Vertraulichkeit zugesichert war. Die sind halt, um Blugi zu zitieren, die sind halt Ankläger und aber auch Staatsanwalt und Ermittler noch obendrein in einer Person oder in einem Unternehmen. Und das geht nicht so richtig. Da fehlt halt irgendwer, der da mal drauf guckt und ein Verfahren entwickelt. Also die haben da aufgrund ihres Alleingangs, ihrer Zusammenarbeit mit Carlsen einige Kritik erfahren und meinen jetzt offenbar doch noch das ein oder andere erklären zu müssen. Also da ist heute Morgen oder vielleicht gestern Nacht, nachdem ich schlafen gegangen bin, ich weiß nicht, ich habe es heute Morgen gesehen, ist da eine sehr, sehr lange Rechtfertigungsschrift, das ist jetzt mein Begriff, so heißt es nicht. Die nennen das eine, ich glaube, eine Botschaft an die Community. Ja, klar heißt das nicht. klar, ist da ist klar, online gegangen. Das nicht Rechtfertigung. Das wäre cool. Hallo, hier kommt unsere Rechtfertigung. Und ich muss gestehen, das Ding ist so lang, ich habe es noch nicht im Detail gelesen. Das steht mir noch bevor. Aber was da drin steht, ist mir aufgefallen. Wir verbannen Hans nicht, sondern wir wollen mit ihm irgendwie zusammenfinden und einen Weg finden, wie er wieder bei uns mitspielen kann. Und wir halten ihn für eines der großen und bemerkenswerten Talente des Weltschachs und so weiter. Also die so ein bisschen zurückrudern sehe ich da auch. Also das heißt, für heute, wir haben ja gesagt, Samstag Thema der Woche. Es ist zu befürchten, dass auch nächsten Samstag Thema der Woche weiterhin diese Nummer mit dem Betrug ist, das Cheating. Aber wir haben ja auch jetzt den Sonntag, lieber Konrad. Und morgen werden wir uns ansehen, etwas wirklich Großartiges, denn es gibt einen jungen Deutschen, der bei den Junioren-Weltmeisterschaften auf Sardinien derzeit an Platz 1 steht und tolle, tolle Partien spielt. Und bei den Frauen haben wir eine unter den Top 10 und 2 weitere, die auch noch irgendwie ganz gut dabei sind. Das so als kleiner Anreißer, aber ein Satz zu Frederik Swane, auch heute gerne von dir. Das läuft ziemlich gut für ihn. Frederik Swane ist ein Riese, ja. Da bin ich auch ganz angetan von seiner Leistung und von den attraktiven Partien, die er spielt. Junioren-WM ist knüppelhart. Also er ist da zwar nominell einer von den Favoriten, aber die jungen Leute, die sind halt auch häufig besser, als sie nominell dastehen, weil die ja alle, weil es bei denen halt allen nach aufwärts geht. Und wie Frederik da auftritt und ganz oben mitspielt, das ist schon bemerkenswert. Es ist jetzt noch zu früh, ihn zu feiern. Ne? Es ist gerade mal ein Drittel des Wettbewerbs gespielt. Aber alle Achtung, Frederik ist ein großer und ist die zweite große Schachhoffnung. Das können wir da auch sehen auf Sardinien. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind 4 Partien absolviert. Du sagst, es ist zu früh, ihn zu feiern, aber hat bisher zumindest mit einigen anderen auch keine einzige Partie
verloren. Morgen Thema, dann schauen wir auch auf Lara Schulze, die ja inzwischen fast schon zur kleinen Schachfamilie hier bei All In gehört, mit zwei sehr interessanten Gesprächen, die ich mit ihr führen konnte und auch vor diesen Junioren-Weltmeisterschaften mit ihrem Ziel Top 10 wäre toll. Es ist durchaus möglich, auch da alles noch im Rahmen, sie ist bei 2,5 von 4, das ist jetzt nicht so schlecht. Eine andere ist unter den Top 10. Gucken uns alles morgen in aller Ruhe an, Konrad. Bis dahin bitte ich dich um Folgendes. Noch ein paar norwegische Zeitungen bitte lesen. Ja? Dein Tag hat 28 Stunden. Und dann sprechen wir morgen wieder. Ja? So machen wir das. Alles klar. Bis morgen, Oliver.